Zwischen all den verschiedenen Dingen, die ein Siedlerspieler im Blick haben muss, verliert man leicht aus den Augen, wie viele Tiere sich auf jeder Karte rumtreiben. Manche von ihnen können zur Fleischversorgung eurer Siedlung beitragen, sofern ihr einen Jäger besitzt, aber wie funktioniert das alles überhaupt? Bis zu 1000 Tiere können auf einer Siedlerkarte existieren, und das schließt alles von Schmetterlingen über dunkle Käfer, das gelegentlich in den Meeren zu sehende Loch Ness-Monster, Möwen, Hasen und Hühner mit ein. Dabei sorgt das Spiel dafür, dass die Hälfte aller existierenden Tiere Arten sind, die von einem Jäger erlegt werden können. Die Eigenschaften aller Tiere werden in der Animals-Config festgelegt, theoretisch könnte man hier also einiges modden. Zu Testzwecken habe ich versucht, Schmetterlinge jagbar zu machen, aber das funktionierte nicht. Das ist vermutlich auch besser so, denn auch wenn es sicher lustig anzusehen wäre, wie ein Jäger einen Schmetterling mit einem Pfeil erlegt und eine riesige Fleischkeule herauszieht, müssten wir uns dann auch fragen, ob es Kannibalismus wäre, wenn diese Schmetterlinge vorher Bogenschützen waren, die einem Priester der Mayas zum Opfer gefallen sind. Hannibal Lecter könnte dazu bestimmt was sagen. Aber wie spawnen Tiere und spawnen sie nach, wenn sie erlegt wurden? Als ich vor einigen Monaten die Testreihen für die Holzfäller durchgeführt habe, fiel mir auf, dass die Karte zunächst keine Tiere enthielt, es aber nach den Tests von ihnen wimmelte. Es schien also eine Verbindung zu Bäumen zu geben. Ich kann bestätigen, dass Tiere ständig nachgespawnt werden, die genauen Bedingungen hängen jedoch vom jeweiligen Tier ab. Hühner zum Beispiel erscheinen nur in besiedelten Gebieten, um diese noch etwas belebter wirken zu lassen. Die Tiere, die gejagt werden können, also Hasen, Wildschwein und Rehe, erscheinen nur da, wo auch Bäume sind, aber nicht in unmittelbarer Nähe von Gebäuden. Sie können aber durchaus in besiedelten Gebieten spawnen. Was bedeutet das also für Jäger? Leider sehe ich keine wirklich idealen Bedingungen für Jäger und vor allem keine, die auch realistisch sind. Wenn alle Tierspawns an einem Ort konzentriert sind, der von einem Jäger abgedeckt wird, produziert er etwa ein Fleisch pro Minute und potenziell sogar noch etwas mehr, aber diesen Wert halte ich nicht für repräsentativ. Jäger können aber eine Forstlinie ergänzen und produzieren in diesem Fall auf einer regulären Karte wie Trojaner Mission 3 etwa 0,16 Fleisch pro Minute. Das Problem ist, dass das Spiel vermutlich immer, wenn ein solches Tier gespawnt wird, einen zufälligen Baum aussucht, vor denen es auf einer normalen Map nur mal Hunderte gibt. Gleichzeitig scheint das Spiel aber auch zu verhindern, dass sich alle Tiere an einem Ort sammeln. Trotzdem sehe ich durchaus einen Nutzen für Jäger. Zum einen nutze ich sie immer gerne, wenn ich mit einem Jäger oder Bogen starte, da ich dann den Bau meiner Tierzucht aufschieben kann. Meist bleibt das aber der einzige Jäger, der je gebaut wird, und dieser Jäger sollte an einem Ort mit möglichst viel Wild platziert werden. Mit etwas Micromanagement kann man seine ersten Eisenminen so eine ganze Weile versorgen. Langfristig können Jäger noch zur Fleischproduktion beitragen, sind aber nicht so stabil wie Tierzuchten. Dafür arbeiten sie komplett eigenständig, sobald eure Waffenproduktion steht, schadet es also nicht, ein paar Jäger bei Waldstücken, die von euch kontrolliert werden, zu platzieren. Wie bereits erwähnt, können sie auch eure Holzproduktion ergänzen. Wenn die anderen Spieler ebenfalls Jäger einsetzen, werden auch mehr Tiere erlegt und alle Jäger auf der Karte sollten effizienter werden, da auch mehr Tiere nachgespawnt werden. Die Wikinger haben außerdem noch über ihren Zauber Wildreichtum die Möglichkeit, ihre Jäger zu unterstützen. Jede Anwendung des Zaubers spawnt 4 bis 8 Rehe, ich vermute aber, dass die Chance für alle möglichen Ergebnisse gleich ist. Wir können also im Durchschnitt mit 6 Rehen rechnen, zu einem Mana-Preis von 1,33 bis 5,33 pro Stück Fleisch. 6 Fleisch reichen für bis zu 60 Eisenerz, oder Nutzlosium, wenn ihr komische Menschen seid, und in dieser Hinsicht ist dieser Zauber fast unschlagbar. Nur leider ist Wildreichtum meist nicht mehr wirklich nützlich, wenn man den Punkt erreicht hat, dass man ihn nutzen könnte, ähnlich wie der Fruchtbarkeitszauber der Mayas. Der Zauber hilft auch nur, wenn eure Produktion wegen eines Fleischengpasses stockt. Obwohl dieser Zauber also rein rechnerisch kaum zu übertreffen ist, läuft es in der Praxis meist nicht so, und dann gibt es sinnvollere Dinge, die ihr mit eurem Mana anstellen könnt.